Grüß dich und guten Nachmittag zur Durchgespielt. Heint mitten Renze und natürlich wieder mitten Renze. Und mitten Renze. Danke. Und natürlich ein Renze. Ja, und nur ein Renze, aber ist ja gleich. Also, wir spielen eigentlich heint die Geschichte vom Meister und vom Bummerkel vor Blödsinn. Wir spielen heint. Wir spielen gar nicht, Katze. Was bin ich auf Spielen? Wir erzählen eigentlich heint über Victoria 2. Hast du kein Rennspiel? Renze, was ist Victoria 2 eigentlich? Ein pausierbares Strategiespiel. Pausierbar? Mit Knoppers? Nein. Nichts mit Deutschland, morgens 9:30 wird zurückgegessen. Damit man Zeit für den Freien hat. Zwischendurch. Genau. Bitte gedenkt für einen gefallenen Kameraden. Schöning für Grenze. Auf alle Fälle. Victoria 2. In seinem Spiel geht es eigentlich um die Weltherrschaft zu erobern. Aber nicht leicht. Was kann man einmal zitieren? René. Ja, man kann diplomatisch vorgehen, man kann Bündnisse schließen, man kann die Wirtschaft aufbauen und das Militär aufbauen. Und? Und was kann man nur? Ich habe gerade einen Tipp mit einem Sound geben. Forschen kommen. Ganz genau. Weil jetzt mal klingt das bescheuerte Nokia-Klingelton-Sound-Kack, wenn man etwas erforscht hat. Nett ist aber, sie haben wirklich bei den Forschungen sich Mühe gemacht und haben Hinterlader, er hat Hinterlader gesagt, Vorderlader und so weiter. Also es passt der Zeit sich einfach an. Es ist wirklich versucht worden, so, wie soll man sagen, historisch genau ja zu machen. Ja, was nimmst jetzt du zum Beispiel als für Länder bei Victoria? Entweder Preußen oder Österreich meistens. Okay. Wieso? Weil die sollen mir persönlich am ersten zwei sagen. Ich kann doch schon einmal einen ganz einfachen Tipp geben, wieso du Österreich nimmst, weil sie einfach so viel Leid haben. Und was kann man aus Leid machen? Soldaten. Und was kann man aus Soldaten machen? Militär. Und was kann man aus dem Militär machen? Die Weltherrschaft. Und was kann man aus der Weltherrschaft machen? Ich weiß jetzt nicht ganz genau. Dann gehen wir hoch. Auf alle Fälle funktioniert das so ein Spiel, dass man wirklich auf die Leute basierend etwas aufbauen muss. Also, hallo, wenn du keine Leute hast, kannst du auch nicht aufbauen. Es hilft nicht, wenn du in Kongo unten 13 Stammeshäuptlinge als Bauern hast, weil du kannst ja 13 Häuptlinge auch gerne als Soldaten vermetzgern. Und dann schlanders so Metzger wieder oben schlachten lassen, es hilft doch nicht, oder? Nein, gar nicht. Ja, ich sage auch, man, der Schlanders und Metzger lebt ja nicht live Kongo-Leute, oder? Ich hoffe nicht. Eben. Deswegen werden die 13 auch nicht viel zu tun haben. Auf alle Fälle. Dann fragt sich jetzt sicher einer, ja, okay, wenn Leute und so viel Leute und das halt so viel bringt, wieso noch nicht China? Weil China keine zivilisierte Nation ist. Ganz in dem genau. Spiel zumindest. Das heißt, bei China ist zum Beispiel das Problem, China muss erst zivilisiert werden, um so geeinigtes Reich werden. Also man erinnere sich an den Krieg der drei Königreiche, oder wie der heißt da. Das hat jetzt nicht mit Frankreich zu tun, obwohl es bei Renze so klingt. Das klingt jetzt leider deswegen so, weil ich René heiße und René ist Französisch. Das klingt allem bei mir Französisch. Nicht weil du heißt René. Ich habe eine Sexsprache. Du hast was? Eine Sexsprache. Du hast mich schon richtig verstanden. Oh nein, hat er wirklich Sexsprache gesagt? Ah ja, er hat Sexsprache gesagt. Ja, wieso nicht China? Eben wegen dem genannten Grund. Es ist keine zivilisierte Nation, es ist ein Affenvolk. Nein, hat der Affenvolk gesagt? Spaß beiseite. Hat er Sexsprache gesagt? Affenvolk? Nein. Und wieso nicht Amerika? Ganz genau, wieso in Amerika? Und so ist oh, Renze, wieso hast du jetzt auf einmal eine weibliche Stimme? Ich habe gesagt, ich bin Französin. Mein Name ist Corinne Bartier. Okay, wieso nicht Amerika? Oder? USA. USA. Eigentlich nicht, wieso nicht, weil es war ein ziemlich gutes Land. Es hat viele
Bewohner und kriegt noch mit der Zeit sogar auch viele Bewohner dazu, weil der Kolonialstatus Oberhand gewinnt ins Spiel und die ganze Bevölkerung aus anderen Ländern, sprich aus den europäischen Super-Ultramächte, verpflanzen sich alle nach Chile, nach Chile, Brasilien und USA. Und mit dem Sam hat USA ganz klar einen riesen Vorteil und deswegen spiele ich gerne die USA, weil sie zu einfach noch sein zu spielen. Und Sam hat keinen Reiz mehr. Und außerdem sind sie Amerikaner. Sowieso. Man weiß ja. Mag ich auch nicht. Auf alle Fälle, noch gehen wir mal eigentlich Schritt für Schritt durch. Wenn man jetzt sich das Menü einmal anschaut, was haben wir links oben? Links oben haben wir unser Wappele, unsere Phone und mit dem Sam fangst du schon einmal an mit der Phone. Genau. Boah, Reimemonster, Alter. Wir sind Hip-Hopper. Auf alle Fälle, mit der Phone fangst du einmal an. Sell ist unser Hauptnavigationsmenü. Von Sam aus steuern wir alles. Dann geht es weiter. Man hat so in der Aufteilung noch eine Diplomatie, Politik, Handel, Infrastruktur meine ich, und Militär. Was ist noch? Ich glaube, das ist eigentlich eher alles. Gell? Bevölkerung ist auch noch. Ganz genau, Bevölkerung ist noch. Und wenn man jetzt die Sachen alle zusammennimmt, dann kommt es auf drei wichtige Punkte drauf an, die was das Spielziel bzw. die Siegpunkte ausmachen. Da haben wir einmal Prestige, dann haben wir Militär und Industrie. Prestige, wie der Name schon sagt, bedeutet, wenn jetzt nicht gerade jemand in Gesicht in die Rotz, dann habe ich Prestige gewonnen. Das heißt also, wenn jemand von einem auf den Bildschirm ausspuckt, dann wird er gewiss nicht Prestige gewinnen. Also er bildet sich Salin. Er hat viel Prestige gewonnen. Ach du heilige Scheiße, er ist erst der gleiche von Anfang an. Zweiter Punkt, Industrie. Industrie ist ziemlich wichtig, weil es ja eben in der industriellen Revolution spielt und das vor allem auch die industrielle Revolution beinhaltet. Das heißt Fabriken bauen, Facharbeiter, Eisenbahnen, ganz genau. Das ist eigentlich so mit Abstand das Wichtigste. Also wenn ich etwas baue, dann ist es einmal zuerst Eisenbahn erforschen, Eisenbahn bauen. Bessere Eisenbahn erforschen, bessere Eisenbahn bauen. Noch bessere und so weiter halt. Und auch Militäraspekt, Trends erzählen ein bisschen etwas auch. Am Militär kann man natürlich auch die ganzen historisch genauen Sachen erforschen, wie wir schon gesagt haben, die Hinterlader, Vorderlader. Er hat Hinter- und Vorderlader. Die Militärtaktiken. Und natürlich wird deine Armee durch die sind besser und kommt weiter, vor allem, das ist auch ein wichtiger Aspekt, dass man. Nachschub. Ja, der Nachschub, dass du selbst passt, dass du weiter in andere Länder vorstoßen kannst, ohne dass dir alle draufgehen. Und das ist etwas, was einen recht fuchsen kann, wenn man es halt nicht weiß. Ganz genau. Das haben sie jetzt auch mit dem neuen DLC, A House Divided, was so viel heißt wie ein geteiltes Haus. Haben spricht es in amerikanischen Bürgerkriegen und mit dem Sam haben sie das wirklich hingeführt, dass du auch nicht gleich mehr Massenarmeen machen kannst, weil oft einmal hast du so gedacht, du hast 10 Millionen Inwohner, ja schick mal die 10 Millionen Deppen da mal Richtung Frankreich an oder in die Russen hin, dann schauen wir mal, wenn sie draufgehen, mei, machst halt nur ein paar Kinder. Aber so ist es eben nicht mehr der Fall. Du musst wirklich überlegen, nachdenken, du brauchst Artillerie, Infanterie, Dragonier, Kanonier, du brauchst Busterer, Pseirer, Finchker, du brauchst alles zusammen, damit du die Franzosen überhaupt reagst. Und du kannst sie vor allem nicht alle 100.000 auf einem Fleck stehen lassen. Nein, aber halt den Leute die Franzosen. Nachher, Militär eigentlich so weit durch, oder hast du noch etwas zum Militär sagen? Vor allem, was wir noch vergessen haben, die Navy-Geschichte. Ja. Selbst spricht eigentlich keiner gerne an, weil das navale System richtig zum Gruseln ist. Das heißt, du machst dir zuerst ein paar Transporter, packst das Gesindel auf den Soldaten irgendwie da in ein Schiff rein, schaust das alle in der Schoppe und probierst dann irgendwo enden nach England da niederzulassen. Ja, pro Transporter gehen 3.000 Leute hin. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn man in England hinmarschieren will, dass mit 3.000 Leuten nicht getan ist und Zell ist pro Transporter. Das heißt, Pi mal Daumen, sei wir vielleicht auf 250 Transporter, damit man England halbwegs erobern kann. Oder? Nervenaufreibend, auf jeden Fall. Ganz genau, nervenaufreibend.
Haben so gedacht, lieber Mann, scheiß der Hund drauf, ich schlage mir den Grin dreimal auf der Tischplatte in der Ruhe. Nein, ich bevorzuge allem eher den Landweg, muss ich sagen. Ich bleibe allem eher schön auf dem Kontinent, oh, geht das viel leichter. Und vor allem, weil du jetzt gerade sagst, auf dem Kontinent bleiben, es gibt sehr viele Probleme, wenn man den ganzen Kontinent Europa zum Beispiel erobern will, weil Kolonien ja auch vorhanden sind. Das heißt, die, wie heißen die Tulpenpflücker da? Die Niederländer. Genau, danke. Die Grasmacher, nein, heißen die Schweizer, die Tulpenpflücker. Die Wildmilenmacher. Genau, die Anti-Don Quixotes. Die Feinde des Don Quixotes. Genau, danke. Die selber haben Kolonien, zum Beispiel in Indonesien enden und das Land, das man Java nennt, da enden. Kreiert Holland und auch wenn man ganz Holland besiegt, es liegt alle nur da enden. Das heißt jetzt so, die Holländer seien Javanesen und die richtigen Holländer seien eroberte von Hinz. Das heißt, der Holländer ist Magaria Preuße und der Javanes ist ein Holländer und die Javanesen gibt's nicht. Genau. Auf alle Fälle, Alter, das ist ein Riesenproblem aus, wenn man mal ein ganzes Land besetzen will. Das könnten sie ruhig ein bisschen besser leisten, aber meine Güte, es kommt noch DLC aus und jetzt in nicht so allzu langer Zeit, also ich schätze mal 3-4 Monate, dann kommt es raus. Und dann wird meine Frau sicher wieder auf Freude haben, weil ich es einfach hier noch weniger Zeit habe, als sie jetzt schon mit den Spielen haben. Bravo, Renze. Applaus, Applaus. Agriens, Agelms, Applaus. Weiter geht's. Jetzt haben wir mal so ein bisschen geredet, wie wir da wir als Robern und so weiter und so fort. Was gibt's noch? In Handel. René? Nein, ich mag nicht handeln. Rede jetzt leider über den Handel. Schau dir, schämst dich, da dreist sich wie geht eng nicht. Nein, Handel. Ich mag einfach nicht handeln. Der Handel. In den Handel kann man auch weitgehend automatisiert durchlaufen lassen. Aber ist nicht der Sinn der Sache. Nein. Also richtige Hardcore-Strategen wie wir sein, die was eigentlich besser als jeder Kriegsgeneral waren, machen den Handel natürlich auch mit. Und der Handel läuft wie folgt ab. Na lustig, ich muss jetzt gerade eine Anekdote erzählen. Lustig ist, wenn die Soldaten der Schnaps fällt. Dann gehen sie nicht mehr weiter. Dann fällt es an Nachschub und Versorgung vor allem. Das heißt, die Soldaten leben für Schnaps und Wein und ja, ich mache es ja Dosenfutter. Genau, Dosenfutter. Ja, natürlich muss man es halt alles in der Volkswirtschaft beschaffen, damit das vorangeht mit der Armee und die restlichen Sachen in dein Land. Ganz genau. Das heißt, das Land besteht ja nicht allein aus dir, sondern es sind, wie gesagt, die 10 Millionen, die du nach England schicken kannst, auch dabei. Und die 10 Millionen, bevor du sie nach England schicken kannst, musst du irgendwie auch versorgen. Das heißt, Steuern, Bildung, was haben wir noch? Soziales Plunder. Und ja, so kannst du im Großen und Ganzen deine Nation aufbauen. Und im Endeffekt ist nicht anders als eine Nationssimulation. Und für wen ist noch das Spiel jetzt eigentlich? Ja, ich würde sagen, für Geschichtsinteressierte, wie zum Beispiel. Oder für Größenwahnsinnige, wie ich zum Beispiel. Und vor allem Strategiefans, weil man muss schon ein bisschen etwas investieren, damit man sich da reinarbeiten kann. Ja, vor allem, weil es das Spiel schon länger wurde jetzt nicht sagen, aber die Vorserien in den ganzen Paradox Interactive Universum, was der Publisher ist, gehört ja Hearts of Iron, Europa Universalis, Victoria, Crusader Kings und die sind alle im Prinzip eigentlich gleich aufgebaut, behandeln jedoch Alben, Entschuldige, March of Eagles habe ich gerade vergessen, behandeln jedoch Alben verschiedene Hauptpunkte. Ja, somit sind wir es eigentlich. Bleibt eigentlich allein nur zu sagen, kauft das eigentlich, damit wir eigentlich wirklich online besiegen können, weil wir möchten eigentlich richtig euch buttern und ja, wenn ihr sind so buttert, dann sagen wir einfach, ihr seid Cheater. Genau. Mit dem Senf verabschieden wir uns, hat Spaß gemacht und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Servus. Servus.